Rasenfetzen, braune Erde und schwere Maschinen. Auf der Trainingsanlage des FC St. Pauli an der Kollaustraße sah am Dienstagmittag nicht viel nach perfekten Bedingungen für ein Fußballtraining aus. Trotzdem hat sich das Team rund um Cheftrainer Fabian Hürzeler versammelt und auf dem hinteren, bereits neu verlegten Rasen trainiert. Ja, gestern war die erste Hälfte auf dem Platz. Ich glaube dann, dass die Platzwerte von uns wirklich lange gearbeitet haben, gestern Abend, also sogar länger als ich gefahren bin vom Trainingsgelände, waren sie immer noch dabei, den zweiten Platz, beziehungsweise die zweite Hälfte des Platzes zu verlegen. Und als ich auf der ersten Hälfte des Platzes stand, habe ich gemerkt, ja, es ist ein grüner Rasen. Wir waren alle sehr erfreut und wir freuen uns definitiv auf den neuen Rasen. Ab sofort soll auf beiden Seiten trainiert werden können. Dennoch ist es keine optimale Vorbereitung für den Tabellenführer. Und das vor so einem wichtigen Spiel. Am Freitag reist die Mannschaft in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins und trifft dort auf den Tabellenzweiten Holstein Kiel. Wir wissen um den Stellenwert dieses Spiels, um die Bedeutung. Mir ist wichtig, dass wir trotzdem auf die Dinge Einfluss nehmen, beziehungsweise auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können auf dem Platz. Und das ist gut Fußball zu spielen, gut zu verteidigen. Das werden wir auch brauchen gegen Kiel, weil sie einfach auch individuell sehr, sehr gut besetzt sind und guten Ball spielen. Und mir ist wichtig, dass wir unseren Stil durchbringen, dass wir weiter mutig Fußball spielen, dass wir es schaffen, dann auch gewisse Dinge zu verbessern, im Gegensatz zu den letzten Spielen. Und trotzdem können wir jetzt nicht sagen, dass es ein normales Spiel ist, wenn Erster gegen Zweiter spielt. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften konnte der FC St. Pauli im Millerntor-Stadion klar mit 5:1 für sich entscheiden. Auch das letzte Auswärtsduell ging mit 3:4 an die Kiezkicker. Doch in der Tabelle liegen die Störche nur 3 Punkte hinter den Hamburgern. Hürzeler warnt vor Kiel. Es wird auch darauf ankommen, in Kiel eine gewisse Intensität zu haben. Nicht nur was die Mannschaft angeht, sondern was den Einzelnen auch angeht. Wenn du dahin gehst und meinst, du kannst ein bisschen Fußball spielen, dann bist du fehl am Platz, sondern du musst eine Intensität fahren, du darfst dich nicht auf dieses Ping-Pong-Spiel einlassen, du darfst kein wildes Spiel zulassen gegen sie, aber trotzdem eine Intensität haben und diese Intensität fängt bei den persönlichen Duellen an und das haben wir, was Cleverness und was auch Zweikampfhärte angeht, in gewissen Phasen auch gegen Braunschweig missen lassen. Gegen Kiel muss das besser werden, denn der Kiez-Club braucht 3 Punkte, um die Verfolger auf Abstand zu halten. Trotz einer nicht perfekten Vorbereitung will der FC St. Pauli Holstein Kiel vom Platz pusten.